So, ihr Lieben, heute ist der Tag der Jacke. Wir werden die heute gemeinsam häkeln. Und ich werde sie genauso häkeln, wie ich sie jetzt hier gemacht habe, als Bolero. Werde euch aber noch erklären, wenn man so ein Stück noch dran häkeln kann, dann müsst ihr aber dieses dann eben halt weiter runtersetzen. Dann ist sie eben halt als Jacke und ich häkle sie als Bolero. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich. Eure Yves. So, der Anfang ist da. Was brauchen wir alles dazu? Viel Wolle. Ich habe jetzt erstmal 8 von der kurzen Quick genommen. Kann sein, dass 6 reichen. Kann auch sein, dass ich 8 brauche oder mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das sehen wir ja dann zum Schluss. Wir brauchen eine Schere, eine Nadel und eine Häkelnadel. Ich nehme dafür eine 3er. Dann nehme ich die Cotton Quick Uni. Die hat 100% Baumwolle. Sie glänzt auch. Es gibt auch die Cotton Fun. Die ist matt. Diese Wolle hat 50 Gramm und hat 125 Meter Lauflänge. Und ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut zu verarbeiten und für die Waschmaschine super geeignet. Also jedem zu empfehlen, die Cotton Quick. Ich kaufe sie mal bei unserer Katrin Peter. Die steht bei mir ja in der Facebook-Gruppe drin. Und ich werde euch aber die Seite auch noch unten in der Beschreibung mit reinsetzen. So, dann fangen wir mal an mit unserem Jäckchen. Jetzt beginnen wir mit unserer Jacke. Wir fangen mit dem Rückenteil an. Dafür brauchen wir die Grannies. Ihr häkelt jetzt erst 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Steckt die Nadel vorne rein. Dreht die Nadel nach rechts und holt den Faden hier durch. Dann häkelt ihr 5 Luftmaschen. 4, 5 dran. Und häkelt ein Stäbchen. Jetzt häkelt ihr 1, 2 Luftmaschen, dann nehmt ihr wieder den Faden und häkelt ein Stäbchen. Wieder 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Also ihr müsst 7 Stäbchen plus vorne die Luftmaschenkette. Es müssen 8 nachher ergeben. Die Granny sind eigentlich sehr schnell gehäkelt. Also das werdet ihr auch sehen mit dem Video jetzt. Auf dem Video wird es natürlich ein bisschen langsamer erklärt, aber die sind ganz schnell zusammengehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt häkelt ihr nochmal 2 Luftmaschen und müsst hier vorne die Luftmaschenkette zusammenhäkeln. Das heißt, ihr häkelt hier in das dritte, die dritte Masche häkelt hier rein und schließt es mit einer Kettmasche. Dann sieht das schon mal so aus. Jetzt häkelt ihr 4 Luftmaschen und häkelt hier vorne 3 Doppelstäbchen rein. Also die Luftmaschenkette gehört immer mit dazu, ihr werdet das gleich sehen, weil die nächsten sind 4 und hier häkeln wir nur 3 plus die Luftmaschenkette ergibt auch 4 Stäbchen dann. So, habt ihr? Jetzt häkelt ihr 11 Luftmaschen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann wickelt ihr den Faden wieder doppelt rum und häkelt jetzt in das nächste Loch wieder 4 Doppelstäbchen. Eins, zwei. Diese Jacke sieht eigentlich sehr schwer aus, ist aber, wenn ihr sie jetzt mit mir zusammen häkelt, ganz, ganz einfach. Jetzt häkelt ihr 3 Luftmaschen und häkelt hier vorne wieder 4 Stäbchen. 2, 4 Doppelstäbchen natürlich, ne? So.
4 Doppelstäbchen, jetzt haben wir ja einmal 11, hier einmal 3, also beginnen wir jetzt wieder mit 11 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und häkelt in das nächste Loch wieder 4 Doppelstäbchen. So, jetzt haben wir davor 11 gemacht, also müssen wir jetzt 3 Luftmaschen häkeln. Und häkelt wieder hier vorne 4 doppelte Stäbchen. Und wie ihr sehen könnt, das Granny ist gleich fertig. Und es ist sowas von einfach. Aha, jetzt haben wir hier vorne 3, also müssen wir wieder 11 machen. Wir brauchen ja 4 und 4 Ecken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und wieder vorne rein, Doppelstäbchen. 1, 2, und nebenbei auch nochmal gesagt, wenn ihr meine Seite anguckt, wäre es sehr schön, wenn ihr sie auch abonnieren würdet. Denn ich nehme ja sonst kein Geld und ein kleines Taschengeld wäre gut. Und durch dieses Abonnieren bekomme ich wenigstens eine Kleinigkeit. So, jetzt haben wir 11 gemacht. Jetzt müssen wir wieder 3 Luftmaschen häkeln und wieder hier vorne die Stäbchen rein. Doppelstäbchen. Die ganze Runde wird das mit 4 Doppelstäbchen gehäkelt. So. Und keine Angst nachher mit dem Vernähen. Ich hatte da vorher auch Panik. Und es ist so easy. So, jetzt haben wir 3 Luftmaschen davor gemacht. Jetzt machen wir wieder 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und wieder 4 Doppelstäbchen. So, und wir sind gleich schon mit dem ersten Granny fertig und es ist so leicht. Sieht schwer aus, ist einfach zu häkeln. Das versuche ich ja in allen Videos, dass es so einfach wie möglich ist. Und was fehlt uns jetzt? Wir haben jetzt 4 lange und haben nur 3 kurze. Also, ihr häkelt jetzt wieder 1, 2, 3 und häkelt jetzt hier rein. Nicht hier vorne irgendwo, ihr häkelt hier vorne in diese. Seht ihr das? Vor dem Stäbchen immer reinhäkeln und schließt es mit einer Kettmasche. Dann nehmt ihr die Schere, die müsst ihr nehmen, weil ihr braucht die Wolle ja. Wenn ihr euch sicher seid, ihr wollt die Jacke haben, Schere nehmen, abschneiden. So, der erste Granny ist geboren. Jetzt häkeln wir den zweiten zusammen. Da fangen wir wieder von vorne an, weil wir müssen die ja jetzt zusammen häkeln. Die Grannys bleiben immer gleich. Das Zusammenhäkeln sieht auch schwer aus, ist aber auch ganz einfach. Also wir fangen von vorne wieder an. Ihr nehmt 4 Luftmaschen. 1, jetzt häkelt ihr 5 Luftmaschen. 1 Stäbchen. Also ihr müsst 7 Stäbchen häkeln plus die Luftmaschenkette ergibt 8. Jetzt wieder dazwischen 2. So, 2 und wieder ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen,
zwei Luftmaschen und wieder. Das macht ihr nachher im Schlaf, wenn ihr die 35 für den Rücken häkelt. Also ich werde, glaube ich, diesmal 40 machen. Ich werde auch keinen anderen Rand machen. Ich werde das so machen wie die Bolero-Jacke. Ups, wie die Bolero-Jacke. Nur ein Granny länger. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie immer fehlt der 7. So, jetzt noch zwei Luftmaschen. Und immer in diese dritte einstechen und mit einer Kettmasche schließen. So. Jetzt häkelt ihr 4 Luftmaschen dran. Ihr häkelt jetzt wieder die Doppelstäbchen. Bei dem ersten immer nur 3 Stäbchen. Die Luftmaschenkette zählt ja mit. 1, 2, 3. Und jetzt fangen wir schon an mit dem Zusammenhäkeln. So, wir haben hier 11, dann werden wir jetzt hier 5 Luftmaschen häkeln, 1, 2, 3, 4, 5, nehmen die Luftmaschenkette, ihr könnt das so reinstechen, so, mit einer Festmasche schließen und häkelt jetzt mit 5 Luftmaschen zurück, so. Nehmt den Faden wieder doppelt, weil ihr müsst ja jetzt wieder Stäbchen in das nächste reinhäkeln. 1, ich zeige es euch gleich, also jetzt 4 Stäbchen. So. Jetzt haben wir 4 Stäbchen, jetzt seht ihr, das ist jetzt schon mal zusammengehäkelt. Jetzt haben wir hier 3. Dann häkelt ihr jetzt nach den 4 Stäbchen eine Luftmasche, stecht hier vorne rein, hier nehmt ihr die Nadel hoch, häkelt eine feste Masche, eine Luftmasche dran und häkelt jetzt wieder die 4 Stäbchen. So. Ich werde euch das auch im Viereck häkeln, dann seht ihr das besser, als wenn ich das in einer Reihe häkle. Weil dann seht ihr auch, wie man das nachher zusammen verbindet mit allen. So, jetzt haben wir hier wieder die 11er. Also müssen wir jetzt 5 Luftmaschen häkeln. Ist immer im Wechsel. 5 Luftmaschen. Ihr stecht hier rein, da stecht ihr rein. Ich hoffe, dass man das so erkennen kann. Da nehmt ihr die Nadel hoch, häkelt mit einer festen Masche und häkelt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Also wir hatten ja 11, 5 und 5 plus 1 ergibt 11. Jetzt kommen wieder die Doppelstäbchen in das nächste Loch. So. Jetzt haben wir schon mal 1 Fass zusammengehäkelt. Das sieht dann so aus. Jetzt häkeln wir normal weiter, weil wir haben ja keine anderen Grannys da mehr dran. Also wir haben mit 11 aufgehört. Häkeln jetzt 3 Luftmaschen. Und in das nächste wieder 4 Doppelstäbchen. So. Jetzt hatten wir 3, jetzt müssen wir wieder 11 häkeln. Wir haben ja nichts zum Zusammenhäkeln, also häkeln wir die 11 im Ganzen. 6, 7, 11. Und unsere Stäbchen kommen wieder ins nächste Loch. Es bleibt sich eigentlich immer gleich. Also wenn ihr jetzt 4 Grannys gehäkelt habt, hoch, was habe ich denn jetzt gemacht? Wenn ihr jetzt 4 Grannys gehäkelt habt, also 4 Teile,
Dann sind die anderen 30 Teile nicht mehr schwer. So. Wie gesagt, die andere Jacke war bunt. Ich hatte nicht so viel Wolle. Mit Wolle schon, aber nicht von den Farben. Somit habe ich eine kunterbunte gemacht. Und jetzt mache ich halt eine ganz weiße. So, jetzt häkle ich wieder 3, weil davor hatte ich 11 gehabt. Und häkle wieder die 4 Stäbchen. Doppelstäbchen. Nicht, dass ich gleich wieder einen auf der Nase bekomme. Dass ich mich wieder verspreche. Es wird ja von Video zu Video mal besser. Jeder Anfang ist schwer. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Jacke gehäkelt. Außer jetzt die letzten 4 Monate Mützen. Jetzt müssen wir wieder 11 machen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und wieder 4 Stäbchen. Wie ihr sehen könnt, es bleibt immer gleich. So, jetzt haben wir das Schlusslicht gleich. Da häkeln wir wieder 3 Luftmaschen. Es müssen ja immer 4 und 4 sein. Und nicht hier reinhäkeln, sondern vor dem ersten Stäbchen. So verbinden sich die anderen Stäbchen auch. Die Luftmaschenkette. So, seht ihr das? Dann fällt das auch gar nicht mehr auf. So, ihr nehmt wieder eine Schere. Zum Anfang tut es weh, weil man nicht weiß, ob man es richtig gemacht hat. Wenn man es schön abschneidet, ist es abgeschnitten. So, jetzt sehen wir das erstmal. Sieht das so aus. So. Jetzt sieht man noch nicht viel. Ihr wollt bestimmt das sehen, wo dann die Blume ergibt. Also werde ich jetzt mit euch das nächste häkeln. So, wir fangen wieder von vorne an. Somit gibt es jetzt keine Lücke per Video. Und ich werde euch diese Jacke in mehreren Filmen auf YouTube reinsetzen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Nochmal zur Wiederholung. Ihr häkelt immer 7 Stäbchen plus die Luftmaschenkette, die ihr da gerade gehäkelt habt zum Anfang. Müssen das 8 insgesamt sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stäbchen. Upsala. So, 2 Luftmaschen. Und ihr häkelt in die dritte hier vorne rein und schließt es mit einer Kettmasche. Jetzt häkelt ihr 4 Stäbchen, 4 Luftmaschen. Da kommt jetzt noch 3 Doppelstäbchen rein. So. So, jetzt haben wir das. Wir haben hier vorhin begonnen. Wir haben vorhin begonnen mit 11 in dem ersten. Und in dem zweiten Grenier haben wir mit 5. Das heißt, ihr häkelt jetzt wieder 5 Luftmaschen. Steckt die Nadel wieder hier rein. Dort in diesen Granny, egal welche Ecke ihr nehmt, die. Häkelt den Faden hier durch mit einer festen Masche. Häkelt jetzt wieder 5 Luftmaschen dran.
So. Und was kommt jetzt? Vorsicht, nicht drehen. Ah, das seht ihr. Drehen könnt ihr das eigentlich nicht. Jetzt häkelt ihr wieder in das nächste Loch. 4 Doppelstäbchen. Ich glaube, das bekommen wir alle hin. Ich hoffe, dass ihr das auch versteht und sehen könnt. Weil ich gucke ja mal an der Kamera vorbei. Ich gucke zwar mal manchmal rein, aber da werde ich blind. So, haben wir jetzt das nächste und jetzt kommt natürlich die Dreier. Da häkelt ihr eine Luftmasche, nehmt die Nadel, hebt eure Crannies damit hoch, häkelt eine feste Masche, eine Luftmasche dran und es kommen wieder die 4 Stäbchen. So. Seht ihr? Jetzt ist das da schön fest. Jetzt haben wir den Dreier gemacht und jetzt wollen wir ja hier reinstechen. Also kommt jetzt wieder die Elferkette dran. Das heißt, 5 Luftmaschen. Dann häkelt ihr hier rein. Hier geht ihr irgendwo mit der Nadel hier rein. Stecht da in die Mitte durch. Häkelt es zusammen mit einer festen Masche. Häkelt 5 Luftmaschen wieder dran. Und was kommt jetzt? Wieder unsere 4 Stäbchen, Doppelstäbchen. So. Das ist, glaube ich, mein längstes Video. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt schon mal so. Jetzt aber müssen wir die Dreier, das heißt, wir gehen nicht hier rüber. Ihr häkelt jetzt normal weiter, wie bei dem ersten Granny. Jetzt häkelt ihr wieder 3 Luftmaschen, denn davor hattet ihr ja die 11er Reihe. Häkelt wieder 4 Doppelstäbchen. Das haben wir. Und weil wir davor 3 Luftmaschen gemacht haben, häkeln wir jetzt 11, 7, 8, 9, 10, 11 und häkeln wieder in die nächste 4 Doppelstäbchen. Also wie ihr sehen könnt, ist das sehr, sehr einfach. Irgendwie war das Video aus, das geht nur auf 20 Minuten. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt diese 3 Luftmaschen gehäkelt, jetzt häkeln wir wieder die 4. Und wie gesagt, es ist immer das Gleiche, was ihr häkelt. Und das mit dem Zusammenhäkeln, das ist eigentlich auch sehr einfach. Jetzt haben wir 3, jetzt müssen wir wieder 11 machen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Häkelt wieder hier vorne in das Loch 4 Stäbchen. Also jetzt nochmal 3 Luftmaschen, weil wir müssen sie ja wieder zusammenhäkeln. Also nicht in die Reihe rein, sondern vor dem Stäbchen dort oben mit einer Kettmasche schließen. Faden in die Länge ziehen, Nadel zum Vernähen. So, jetzt haben wir 3 Grannies schon gehäkelt. Und wie ihr sehen könnt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr müsst immer 8 haben. Das heißt, 7 Stäbchen
und diese Luftmaschenkette ergibt 8. Wenn ihr nur 7 habt, könnt ihr es wieder auftrütteln. So, und jetzt häkeln wir natürlich den 4. auch noch zusammen. Und dann habt ihr schon mal das erste Viertelchen oder 3% schon mal fertig. Und dann könnt ihr das mit den 35 selbst zusammen häkeln. Also wieder am Anfang 4 Luftmaschen zusammen häkeln. 5 Luftmaschen, ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, zweites Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 6, 2 Luftmaschen, 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen und zusammenhäkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus die Luftmaschenkette ergibt das 8. Ihr häkelt jetzt genauso wie vorhin 4 Luftmaschen, 3 Doppelstäbchen und jetzt verbinden wir alle 3 mit diesen zusammen. So, dann häkelt ihr 1, 2, 3, 4, 5, weil der ist ja jetzt nicht mehr einzeln, den müssen wir jetzt zusammen häkeln. So, jetzt haben wir ja 1, 2, 3, 4. Ich lege das jetzt mal so rum. Dann stecht ihr hier wieder rein, einfach hier rein, nehmt das Teil hoch, häkelt eine feste Masche und häkelt 5 Luftmaschen zurück. Und es geht jetzt wieder von vorne los mit unseren 4 Doppelstäbchen. So, wir haben 4 und nach der langen Reihe kommen wieder 3 Luftmaschen, das heißt eine Luftmasche. Ihr steckt hier da, wo ihr die Luftmaschenkette vorhin gehäkelt habt, die Nadel rein, hebt das hoch, häkelt es mit einer festen Masche, oder ist das eine Kettmasche? Ihr häkelt das so zusammen und häkelt noch eine Luftmasche. Und dann kommen wieder die 4 Stäbchen. So. So, 4 Stäbchen. Und jetzt kommt unser 11er wieder. Um diese Mitte zu schließen, häkelt ihr jetzt wieder diese 5. 11 ist immer nur dann, wenn ihr keins an der Seite habt. Und 5 nur, wenn ihr die zusammenhäkeln müsst. Nehmt das Teil und stecht so rein, dass alle verbunden sind. Holt den Faden, zieht ihn einmal durch, zieht es fest und häkelt wieder 5. Luftmaschen. Und was kommt wieder? Jetzt fange ich euch an zu nerven. Ab wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3. So, jetzt habt ihr die 11er und jetzt seht ihr, dieses Teil müssen wir ja noch verbinden. Dann nehmen wir wieder eine Luftmaschenkette. Eine Luftmasche.
Dann steckt er hier wieder da, wo er die drei Luftmaschen gehäkelt hat, holt den Faden, zieht ihn einmal durch und häkelt noch eine Luftmasche. Und dann wieder in das Loch vier Stäbchen. Doppelstäbchen. Ja, die Versprecher. So, und jetzt haben wir hier vorne dieses, was wir jetzt auch zusammen häkeln müssen. Das heißt, ihr müsst da wieder nur 5 machen, weil ihr das andere ja zusammen häkelt. 1, 2, 3, 4, 5. Stecht hier rein. Holt den Faden. Und häkelt wieder 5 zurück. Nehmt den Faden wieder doppelt und häkelt 4 Stäbchen in das nächste. So, und dann könnt ihr gleich sehen, wie die Mitte aussieht. Hopsala. So. Wie ihr sehen könnt, hier häkeln wir jetzt normal weiter, weil wir ja nicht zum Zusammenhäkeln haben. Also häkeln wir jetzt 3 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen. Also wenn ihr noch keine Wolle habt, dann bestellt euch die Kottenfahne oder Kottenquick bei der Katrin Peter, so schnell wie möglich, weil ihr kennt das ja, es macht ja süchtig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und sie liefert eigentlich sehr schnell. Nicht eigentlich, sie liefert schnell. Und wieder 4 Stäbchen. Doppelstäbchen. So, jetzt haben wir schon mal die ersten 4 gemeinsam geschafft. Und wenn ich so sehe, in 30 Minuten mit Kamera ist das super. Alleine seid ihr schneller. So, jetzt müssen wir noch die 3 machen, weil wir müssen das ja noch schließen. Und wieder vor dem ersten Stäbchen eine Kettenmasche. Also ihr braucht ungefähr, wenn ihr gut seid, für jedes Granny 5 Minuten. Dann sieht das so aus. Und das zieht sich natürlich dann immer. Seht ihr? Gut, jetzt sind ja die ganzen kleinen Reste da hinten noch dran, die wir vernähen müssen. So, und jetzt häkelt ihr 1, 2, 3, 4, 5 in einer Reihe. Das heißt, ihr häkelt jetzt hier noch dran und 7 nach oben. Und 7 mal 5 sind 35 Grannies. Möchtet ihr die als Bolero-Jacke lassen, sind 7 mal 35 in Ordnung. Möchtet ihr es als eine Jacke machen, dann müsst ihr noch 5 Grannies dran häkeln. Das heißt, dann sind das 40 Grannies nebeneinander an einem Kasten. Das ist dann das Rückenteil erstmal. So, ich werde mit dem anderen weiter beginnen und werde euch zwischendurch zeigen, wie es noch aussieht. Jetzt geht es auf die Reise zu euch auf YouTube. Bis gleich.